Was für eine blöde Kuh. Himmel, Mister, ich leg mich mit jedem an. Es ist nicht Ihre Schuld. Sie ist sehr nett. Und was hinzukommt, ein Fan von dir. Okay. So, was haben wir denn hier Schönes? Ich muss sagen, es ist ein sehr cooles Spiel. Gefällt mir sehr gut. Ernsthaft, Al, was du mir im Auto erzählt hast, hör dir bloß mal selber zu. Was, du hast jemanden erschossen? Und seine Leiche hat sich in Luft aufgelöst? Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Thermoskanne. Hi? Hast du was getrunken? Nein, Mann, Barry, mir fehlt eine Woche. Irgendwer hat Alice. Alles ist einfach... Weißt du eigentlich, wie es sich anhört, wenn du so ein Zeug erzählst? Ich meine, ist eine gute Story, wie ein Bestseller. Wenn du anfängst, Fiktion mit Realität zu verwechseln, bist du bei 3 für die Klapsmühle. Warte hier. Genau, warte hier. Ich geh mal ein bisschen frische Luft schnappen. Ganz ruhig, Junge, es ist fast geschafft. Hi, Rusty, stimmt's? Sie vermieten Hütten? Mr. Wake, ich würde Ihnen ja die Hand geben, aber es geht gerade nicht. Tut mir leid, aber können Sie vielleicht selbst ein Anmeldeformular vom Tisch holen? Es ist gegenüber von Hasenzahn Charlie. Okay. Hasenzahn Charlie? Was ist passiert? Hirnlose Wilderer. Max ist mit seinem Fuß in eine Falle geraten. Oh. Die sind hier verboten. Es ist generell verboten, im Park zu jagen, aber ein paar Hohlköpfe können es einfach nicht lassen. Immerhin kommt Max wieder in Ordnung. Hat Glück gehabt. No. Max ist noch benommen von der Betäubung. Ich möchte ihn lieber noch nicht allein lassen. Das Formular liegt auf dem Tisch gegenüber vom Mammutskelett. Okay. In der Thermoskanne ist nicht nur Kaffee. Wie wär's damit? Im Ernst, Al, du kannst dich nicht einfach mit einem Entführer treffen. Sowas endet doch immer in einer totalen Katastrophe. Anmeldeformular? Du musst mit den Cops reden. Sie ist meine Frau. Ich entscheide das. Genau. Können wir später darüber reden? Nein. Diese ganze Sache. Hör mal, du hast dir den Kopf angestoßen. Ich meine, ey, komm schon, du musst doch wissen, dass sich das völlig verrückt anhört. Wenn du mich verarschen willst, dann hat's geklappt. Haha, lasst uns Barry verarschen. Tja, du hast mich eingelegt. Echt witzig, ey. Du kannst jetzt aufhören. So, Anmeldeformular. Füllen wir mal aus. Genommen. So, Rusty geben, okay. Ich komme, Rusty. Rusty Popasti. Hier ist das Formular. Und hier sind die Schlüssel. Okay, es ist alles geregelt, Mr. Wake. Schön, dass Sie unser Gast sind. Ja, danke. Danke. Und wie komme ich zum Lover's Peak? Oh, na klar. Er liegt am Ende des Naturlehrpfads. Der Weg führt Sie direkt dorthin. Es ist ein Spaziergang. Und ein schönes Plätzchen. Gut. Die Schlüssel besorgen und... Wenn Sie nicht gleich finden, orientieren Sie sich am Antennenmast. Sie befindet sich genau darunter. Okay. Oh, und passen Sie auf, falls Sie durch den Wald gehen wollen. Nicht, dass es Ihnen so geht wie Max. Ich bin etwas besorgt. Wir haben da draußen ein paar Camper, von denen wir länger nichts gehört haben. Nicht, dass Sie sich regelmäßig melden sollten, aber mit diesen Fallen... Naja, ich will einfach keinen Ärger. Okay, danke. Ein paar Camper, die wir nicht mehr... Okay. Auch eine Anspielung auf den Film? Ich soll dir glauben, dass du einen Typen erschossen hast, bups, und der sich dann in Luft auflöst? Unverwundbar, bis du ihn mit einer Taschenlampe angeleuchtet hast. Das erzählen sonst nur Leute, die bis auf Weiteres in Gummizellen einziehen. Im Bett fixiert, mit weißen Kieteln an, die viel zu lange Ärmel haben. Und jeden Tag bunte Pillen schlucken. Al, du machst dich sonst immer auf mieseste Art über Leute lustig, die so einen Quatsch glauben. Du bist der Skeptiker. Erst letzten Monat bist du stundenlang über Homöopathie hergezogen. Wie war das noch? Solange es keinen Beweis gibt, ist es völliger Quatsch. Punkt. Hab mich wohl geirrt. Komm schon. Ich meine, gut. Gut, vielleicht ist dir was Komisches passiert, okay? Na, vielen Dank für dein Vertrauen. Ich will damit nur sagen, dass das alles ein bisschen dürftig ist, Superstar. Was wäre, wenn ich dir sowas erzähle? Du solltest auf keinen Fall nachts mit einer Waffe draußen rumlaufen. Es hat dich niemand hergebeten. Hilf mir bei der Sache oder flieg zurück nach New York. Du hast die Wahl. Tolle Antwort. So, dann gehen wir mal zum Auto. Das ist doch verrückt, Al. Al? Al?
Wir sollten zum Sheriff oder zum FBI. Verdammt, Barry, Sie töten sie. Das ist keine Diskussionsrunde, Barry. Ich gehe zum Lover's Peak und ich soll allein kommen. Okay, okay. Ich verstehe. Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist. Hm. Sag mir, was ich tun soll und ich tue es. Du bleibst hier und wenn ich morgen nicht zurück bin, ruf die Kavallerie. Na dann, zum Lover's Peak gehen. Bis dahin habe ich gespielt. Also gleich da bin ich nicht weitergekommen. Okay. Denk nur mal an, beim Sterben ist jeder der Erste. Nicht weitergekommen, weil du nicht mehr spielen wolltest, oder? Nee, einschalten. Nicht ausschalten. So. Okay. Ah, voll schön. Die Feuerstelle. Okay. Hier ist doch bestimmt irgendwo ein Manuskript. Nein, eine Thermoskanne. Juhu. Ich frage mich, was das damit auf sich hat. Oh, Cam. Jo, da sagst du was. Hallo. gab's hier noch eine Tür? Da geht's ja auch raus. Nein, okay. Dann vielleicht da. Haben wir eigentlich unsere Waffen noch? Nein, haben wir nicht. Ich hoffe, wir kriegen die noch wieder. Voll schön. Warum muss der nachts dahin gehen oder abends? Kann er nicht am Tage losgehen? Hä? Unsere Waffen sind nicht mehr da? Ich schließe jetzt die Tür ab. Hä, wieso haben wir die anderen Waffen nicht mehr? Das ist unfair. Kriegen wir bei jedem Kapitel neue Waffen? Oh, Manuskript. Barry hatte sich nie mit Alice verstanden, aber er wusste, dass Alan sie mit fast beängstigender Intensität liebte. Und nun war Alice etwas passiert. Und hier war Al, bewaffnet und Dinge sagend für die Menschen in Gummizellen wandern. Es war, als hätte sein Freund einen massiven Nervenzusammenbruch erlitten und sei nun völlig von der Wirklichkeit abgeschnitten. Barry war völlig entsetzt. Barry war völlig entsetzt. So, erstmal vor lauter Wut den Stuhl umschmeißen. Benutzen. Barry hatte die Mietwagenschlüssel. Der Weg zum Besucherzentrum war nicht weit und im Wald war das Auto ohnehin nutzlos. Schade, ich dachte. Ich wusste, ich hätte zur Polizei gehen sollen. Das war nicht gerade clever von mir, aber ich war immer noch wütend auf Barry, weil er es mir ausreden wollte. Wo geht's? Diese Typen hatten mich angerufen, als ich auf der Wache war. Sie hatten keine Angst vor den Cops. Und sie hatten Alice. Egal wie sparsam du bist, der Behälter... Er behält überschüssige Munition auch nicht, okay. Also man kriegt in jeder Episode neue Waffe und neue Munition. Finde ich ein bisschen schade. Naja gut, müssen wir uns ein bisschen mehr umgucken. Ich meine, machen wir ja sowieso. Ich hoffe, die überarbeiten die Steuerung im zweiten Teil. Aber ich denke, dass die moderner sein wird. Wo geht's hier hin? Erstmal gucken. Ein Haus mit einer Tür. Und wir kommen rein. Licht einschalten. Guten Tag. Willkommen zurück, Freunde. Wie versprochen hatte sich unser guter Dr. Nelson gerade hier im Studio bequem gemacht. Doc, wie sehen Ihre Hirschfestpläne aus? Meine Pläne? Bei Ihnen wird das organisiert. Das ist sogar... Da lief einer. Ich habe keine bestimmten Pläne. Ich will einfach die Atmosphäre genießen. Für alles andere bin ich doch schon etwas zu klapprig, wissen Sie? Oh, wem sagen Sie das? Kein Sackhüpfen mehr für uns alte Männer, was? Okay. Hä, wo ist der hin? Hier war doch einer. Ich bin auch Preisrichter beim Backwettbewerb. Autokorrektur. Man kennt's. Ah, oh, eine Reifenschaukel. Wie schön. Drop Hazard. Voll schön ist das hier. Ah, oh, die Schaukel weht. Juhu. Was? Was kommt? Was ist das? Was passiert hier gerade? War noch nicht die Stelle, okay. Wo du aufgehört hast quasi.
Ups, war ich nicht, war schon so. Ein leerer Wohnwagen. Sieht zumindest leer aus. Hier sind die ganzen Scheiben kaputt. Treten. Okay. Licht wird hier wahrscheinlich auch nicht funktionieren in der Hütte, oder? Benutzen? Oh. Mein Name ist Jonathan Frakes. Und willkommen bei Night Springs. Krebs und Heilung der Menschheit. Doch manche Verbrechen kann man nicht bestrafen. Vor allem in Night Springs. Heute Abend. Der Mann im Spiegel. Das auf Vollbild wäre jetzt cool. Er ist drin, Agent. Ein schräger Typ. So, Sie haben den Kerl also getötet. Warum? Hat's verdient? Ja, aber aus welchem Grund? Sie sind ein netter Typ. Normal. Fahren Ihr Kind zum Fußball. Wieso suchen Sie da jemanden aus und, ich zitiere den festnehmenden Beamten, greifen den Kopf des Opfers wiederholt mit Ihrer bevorzugten Waffe den bloßen Fäusten an? Wow, das war mal ein Satz, was? Literatur ist wohl nicht Ihr Ding. Okay, Sie verprügeln ihn. Warum? Wer war der Kerl? Wir wissen es nicht. Warum tut jemand wie Sie so etwas? Sein Gesicht war hässlich. Muss schlimm gewesen sein, so wie es jetzt aussieht. Er ist überhaupt nicht mehr zu erkennen. Er hat keinen Ausweis. Das muss schwierig sein. Aber wir haben Fingerabdrücke und Treffer. Es sind Ihre. Identisch. Oh, na so etwas. Ihr Sohn sagte, Sie hätten ein weißes T-Shirt getragen. Das Weiße trägt das Opfer. Jetzt ist es eher rot. Damit kommen Sie nicht durch. Glauben Sie echt, dass mich das irgendwie interessiert? Ich hatte viel Zeit, mit meinem Sohn zu reden, bis die Polizei kam. Er hört nicht auf zu schreien, stimmt's? Ob er je wieder in Ordnung kommt? Ich war gründlich. Keine Angst. Sie Bastard! Was? Erschießen Sie mich? Wozu? Ich gehe in den Knast. Sie haben mich. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Das werden Sie nie. Ganz gut. Vielleicht sehen Sie mich wieder, Agent. Vielleicht im Spiegel. Night Springs. Voll cool. Wollen wir ihn hier nur ein Bären aufbinden? Oder bin ich doch der Mann im Spiegel? Mein Name ist Jonathan Frakes. So. Was ist das für Geräusche? Das war doch gerade nicht. Okay. So, dann düsig. Der gute alte X-Faktor, Frank. Ja, X-Faktor, das Unfassbare. Ich geh erstmal hier rauf. Das Unfassbare. Night Springs, das Unfassbare. Die wird's bestimmt im zweiten Teil auch geben. Würde ich vielleicht sogar wetten. Dass sie sich vielleicht sehr an den ersten Teil halten. So, neues Manuskript. Oh, Rose und Rusty unten. Rose wusste, dass Rusty in sie verliebt war. Und er gefiel ihr auch. Sie mochte ihn sehr. Er hatte ihr das Tanzen beigebracht. Und das Leben hatte sie auf schmerzhafte Weise gelehrt, einen sanftmütigen Mann zu schätzen. Aber der liebe Rusty war nicht der Traumprinz. Und das unterstrich die unerträgliche Wahrheit nur noch, dass sie der Magie Hollywoods kein Stück näher war als er. So. Okay. Ich hoffe, wir finden wieder so viel Munition und alles. Wie viele Kapitel gibt's eigentlich? Frage ich mich. 12? 13? Mehr vielleicht? Noch ein Manuskript. Die lagen aber sehr dicht beieinander.
Die Luft im Besucherzentrum war von Gestank durchzogen. Rusty als wäre eine verrottete Wasserleiche aus ihrem Grab gestiegen. Rusty hustete weiter Blut. Mein Blick fiel auf sein verdrehtes, gebrochenes Bein. Der Angriff war brutal gewesen. Max jaulte in seinem Käfig. Fieber und Entsetzen weiteten Rustys Augen. Er keuchte. Mr. Wake, es ist so passiert wie auf der Seite. 8 Kapitel? Okay. Das ist aber... Gut, die Frage ist, wie lang gehen die Kapitel, ne? Eins war jetzt relativ... War das gerade ein Big Daddy? Die Vision hatte mich geschwächt. Es war keine Kopfverletzung. War das gerade ein Big Daddy, den ich da gesehen hab? Von Bioshock? Das sah aus wie ein Big Daddy. In der Vision. Ich geh erstmal hier rein. Erstmal Thermoskanne sammeln. Ist wichtiger, wie jemandem zu helfen. Ich bin nicht gut bewaffnet. Ich guck mich erstmal um, ne? Rusty helfen. Gleich erstmal Manuskript lesen. Ist viel wichtiger. So. Das Besucherzentrum war robust, doch der Aufprall zertrümmerte die Vorderseite völlig. Rusty wurde durch die Lobby geworfen und prallte hart gegen die Wand. Es tat erst weh, als er versuchte, sein Bein zu bewegen, das in die falsche Richtung abgewinkelt war. Er spürte den Stich der gebrochenen Rippe und heulte auf. Er hatte Angst, allein zu sterben. Uff. Das Ranger-Büro war abgeschlossen. Ah. Ich brauchte einen Schlüssel. Sag bloß. Alter, wer hat den denn hier durchgeschleudert? Hallo? Hier hinten. Ich bin hier hinten. Hallo, helfen Sie mir. Hä, jetzt sind wir wieder hier? Hä, wir wollten doch eigentlich... Ach so. Mr. Wayne? Jetzt bin ich völlig verwirrt. Oh Mist. Es geschah. Genauso wie es auf der Seite stand. Ja. Gefunden. Wurde wahr. Es wusste. So dunkel. Es wird zurückkommen. Sie müssen. Die Lichter. Im Büro. Ich hab den Schlüssel. Okay, Rusty. Ganz ruhig. Ich bin gleich zurück. Was auch immer das getan hatte, konnte nicht weit sein. Rusty hatte eine Manuskriptseite gefunden. Sie könnte erklären, was passiert war. Wie auf der Seite? Okay. Ganz ruhig. Psch, Hundi. Da, ist da was? Heilung? Nein, okay. Der arme Hund, eingesperrt. Ist sein Bein echt verdreht? Jo. Ah, ah, das Bein. Ah, ah, das sieht nicht gut aus. Solltest du vielleicht mal zum Orthopäden. Da kommen wir doch niemals hin. Ich konnte nur für Rustys Sicherheit garantieren, indem ich den Strom und die Lichter zum Laufen brachte. Jo. Machen wir mal. Das Schloss ist da oben. Niki! Nochmal aufs Thema Disc zurückzukommen. Ich finde, der Disc sollte Vorrang haben. Und dann das Digitale. Wenn du schon sagtest, die Disc ist Eigentum, man kann es anfassen und die und jederzeit benutzen. Ja, genau. Genau so sehe ich das. Und digital habe ich nichts von. Ich hab's nicht. Es ist nicht da. Es ist nicht fühlbar. Es ist nicht anfassbar und so. Ne? Es ist. Ich kann es nicht nutzen, wie ich es möchte. So. Ich möchte dich benutzen. So. Wake gelangt in Sicherheit des Lichts. Im letzten Moment änderte ich die Richtung und warf mich nach unten. Die Axt zerfetzte einen Baumstumpf. Ich stolperte in den Ring aus hellem Licht. Meine Lungen brannten. Ich war zu erschöpft, um mich zu bewegen. Ich wartete angespannt auf den tödlichen Streich. Doch er kam nicht. Ich hob meinen Kopf. Nichts bewegte sich dort in der Dunkelheit. Für den Moment war ich, gebadet im kalten Licht, in Sicherheit. Ich kann mir vorstellen, dass die Gründer aus Ressourceneinsparung irgendwann mal die Herstellung einstellen, sogar verbieten. Ja, irgendwie sowas wird kommen. Ich meine, ich kann es verstehen, wie gesagt, wenn die Spiele größer werden, man sie nicht auf Disc kriegt, ja, völlig in Ordnung, legitim. Ne, hat ja Remedy auch gesagt. Aber trotzdem sollte man, wenn man es kann und möchte... Ich kam zu spät. Jemand hatte den Hauptschalter demoliert. Kann und sollte. Ich konnte die Lichter nicht mehr anschalten. Sollte man es trotzdem machen und versuchen. Rusty! Rusty!
Ich hätte gern eine Schrotflinte jetzt und die Leuchtpistole. Auf dem Boden waren Öllachen, die wie flüssige Dunkelheit aussahen. Flüssige Dunkelheit, das ist ja ganz toll. Das ist nicht gut, ne, oder? T-1000 oder was? Okay, noch nicht vorbei. Das war noch nicht alles, ne? Irgendetwas hatte ein gigantisches Loch in die Mauer. Was? Bitte nicht die Tiere verdorben. Wer redet denn da? Das Angeln ist nur Besuchern erlaubt, die eine Angellizenz erworben haben. Weisung der Ranger! Lass ihn ein! Gehen Sie nie näher als 100 Meter an Bären und Wölfe heran! Halten Sie zu einer Alter! 20 Metern ein! Runde müssen an der Leine gehören werden! Lana, Mann! Es verstößt gegen das Gesetz. Natürlich, klar. Warum denn nicht? Lade nach. Keine Batterie mehr.